Was geht ab? Willkommen zurück zu Pokémon Heart Gold. Oh yeah! Nach den vorletzten 3, 17, 18, 19 Horror Parts, ja, weil ich da schon rumgespackt habe. machen wir jetzt mal auf den Weg weiter nach Norden. Und zwar eben auf die Karte. Dankeschön. Ich möchte nach Teak City zum nächsten Arena-Leiter. Denn anscheinend haben wir in dieser Stadt, in diesem Dorf, nichts mehr zu suchen. Und dementsprechend werde ich mich entfernen. Und dementsprechend will ich aufhören. Dementsprechend zusammen. Denn dementsprechend kann das ganz schön nervig sein. Ohne Spaß. Ich habe heute noch keinen Monsanto. Heute ist Sonntag, ja. Erster Part. Montag. Weißt du? Ha, herrlich. Was geht ab? Nee. Obwohl? Nee. Nee, nee. Da ich sowieso kein Chirox haben kann. Hallo, Hutut. Hallo, Hutut. Da ich sowieso kein Chirox haben kann, lasse ich das mal lieber. Ist der Nationalpark nicht... Ist das der Nationalpark? Whatever, ist dieser Park nicht schön im Dunkeln? Ich komme mir gar nicht geradeaus. Sehr schön. Dann umrunden wir einfach diesen Pokéball-ähnlichen Park und gehen weiter Richtung Osten. Hey, eine Sinnelbeere. Nee, gar nicht. Was laber ich? Aprikokobaum. Natürlich blau. Also blue. Das geht. Sowas haben die gemacht. Ich habe eher gedacht, die machen so bla. Okay. Warte. Wir haben Nidorino vorne. Oh, die sind alle verhältnismäßig stark. Okay, lass mir Nidorino vorne. Nee, war das mit... Ich bin so dämlich, wa? Mal sehen, ob ich deine Gedanken raten kann. Mehr habe ich nicht zu sagen, Bitch. Psycho-Jack. Okay, der hat einen Haken. Ey, ganz ehrlich, ich habe nichts gesagt. Okay, durch den Kampf, oder durch den Sieg. Durch den Sieg, muss ich ehrlich sagen. Durch den Sieg, ja. Im letzten Part über Bianca, ja. Ohne zu sterben. Mal, ganz kurz nebenbei, angemerkt. Fühle ich mich beflügelt, dass ich die nächsten Orte genauso mache. Ich weiß zwar noch nicht, welcher das ist, aber ich denke, ich werde es schaffen. Denn der Bann ist gebrochen, Bitch! Jetzt kommt Abraham. Ja, ohne Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, du hast jetzt 20 noch, mehr, ja? Und ich hätte fast vergessen aufzunehmen. Aber eben so, ja, weil ich habe jetzt wieder Frühschicht, ich habe jetzt wieder Arbeit, ne? Also wieder Frühschicht. Jetzt muss ich, ja. Oh ja, gut, bis heute Morgen so zu um. Weiß ich nicht, ob ich aufgestanden bin. 8, 20, 8 bist du aufgestanden, so, kannst du langsam mal schlafen, ein bisschen müde, ne? Okay. Da gucke ich gerade so. Noch mal kurz YouTube, ne? Denk mir eigentlich nur noch so, ja. Und was willst du hochladen? Nur Dead Space wäre ja doof. Deswegen nehme ich jetzt nochmal schnell auf. Hey, damit ich mir keinen Stress machen muss. Boah, wieso bin ich gleich verwirrt? Fick dich doch, Kadabra! Ja, und jetzt verfehle ich wahrscheinlich, weil ich durchkomme. Boah, das ist doch ein Scherz! Fick dich ins Knie, du dummes Vieh. Ich hasse dich, denn du bist ein Psychowicht. Ihr seht wieder der Reimekönig wieder am Start. So, Tiefschlag, Bitch. Ich mach Chillkraft. Ich spiel an meinem Löffel rum. Spacken, Alter. Mann. Schreit zurück. Oder halt nicht, stirb halt. Egal. Hauptsache. Das ist doch so ein schönes Pokémon. Ich Kadabra ist so nervig. Eiszahn lernt das Monster. Das ist immer krass. Weil ich habe auf meinem Pokémon X-Version habe ich einen Imperator. Und das hat Eiszahn, glaube ich, nicht so zu tun. Ich weiß nicht, ich habe es Eishieb gelassen. Oder ich habe Eishieb gelassen, denn ich habe das per Global Trade Center so ein geiles, mega geiles Imperator gekriegt, ja. Mit Drachentanz, Eishieb und allem drum und dran, ja. Boah, so eine geile Züchtung. Ohne Spaß, voll geil. Ich sage mal so. Ich hätte es nicht besser machen können.
Das lassen wir aber Vati mal vor, ja? Vati kann wenigstens was. Vati kann Donnerschock und nicht nur Schnabel, Giftstacheln und Doppelkick. Hey! Ich bin gegen jede Art von Pokémon-Trainer gewappnet! Wie das? Wow, Holger. Oh Mann! Weißt du? Fick dich doch! Weißt du? Da hast du ein Pokémon vorne mit Giftstachel, gell? Und Gift ist effektiv gegen Pflanzen. Und Tagela ist Pflanze, ja? Und dann wechselst du es weg. Weil du denkst, du kannst es nicht brauchen. Ja, und dann geht dann voll nach hinten los. Aber ich habe noch Schnabel. Auch noch, ne? Auch. Denkst du etwa, dass mich das noch kümmert? Schnabel ich weg. Muhahaha. Aber Schnabel ist leider so schwach, ey. Ärgerlich. Very ärgerlich. Ja, mach mal ruhig dein. Oh, Spezialangriff. Naja, das wird ihm trotzdem nicht viel bringen. Boah, kannst du nicht einfach mal kritten, die Dorino? Ich glaube, ich muss die austauschen. Das ist echt scheiße. Konsequent muss man sein bei der Pokémon-Auswahl. Das ist immer ein wichtiger Faktor. Ich bin echt gemein heute, ey. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Okay. Da, 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 da. Ja, wie schlaf. Das leckt mich einfach. Das ist ein Stab-Windstoß ins Gesicht. Falls ich nicht schon Flügel schlag. Magst du? Geh mir nicht auf die Eier. Jetzt gibt's Windstoß. Und ich bin natürlich dank Flinklaue schneller. Oh yeah, like it. Tauboga. Ich würde gerade sagen, like Taubos, oder? Ich bin da noch ein bisschen weit von entfernt. 13 Level, um genau zu sein. Hoppla, habe ich mich einfach verrechnet? Ja. Ich laufe mit der Nativ in meine... Nein. Nein. Geh mal ruhig weiter zur Schule. Wobei, es ist ganz wichtig, Kinder, immer schön zur Schule zu gehen. So, Mädel, was kann ich für dich tun? Ich bin Flora vom Blumenladen. Ich muss dir etwas erzählen. Als ich ein bisschen Wasser auf diesen wandelnden Baum geschüttet habe, ist er vor Schreck zusammengesuppt. Suppt. Das ist bestimmt irgendein Pokémon. Wenn du noch mehr Wasser darüber kippst, zeigst du bestimmt auch seine wahre Gestalt. Na los, schütte ihm mehr Wasser über die Mütze. Mach schon, mach schon. Hetz mich nicht. Mogelbaum. Ja, möchte ich. Der Merkel braucht sich, der greift dich an. Mogel, Mogel. Mogelbaum. Fast der Ton. Mogelbaum. Nee, warte. Mogelbaum. 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 Mogel, Mogel. Oh mein Gott, ich bin so behindert heute. Schon wieder. Tut mir leid. Schwierig. Also Hubbelupf, ne? Du machst echt wenig Schaden. Halleluja, ey, ich muss es ehrlich sagen. Ey, ohne Witz. Irgendwie stimmt er doch nicht. Obwohl Kugel sagt, das ist eine scheiß Attacke. Okay, ich hab nichts gesagt. Ich hoffe, ihr kommt bald ein Pokémon-Stell, weil das wäre ich ganz schön schnell im Arsch. Mogelbaum. Haha, das war vielleicht ein Spaß. Hier, das ist ein Dankeschön dafür, dass du mich so gut erhalten hast. Hä? Mit den Pflanzen ist ein Kinderspiel, Bären aus allen Regionen anzupflanzen. Ach ja, richtig. Hier, ich gebe dir noch ein paar Bären dazu. Bla bla bla. Wachsen, einpflanzen, Wasser drüber. Ja, ja.
kaut die mir noch ein Ohr ab, ey. Oh, ich bin so müde, weil die mich angesprochen hat, ey. Und du mal. Meins? Hippertrank! So, wo geht's hier hin? Tipps für Trainer. Die Attacke Schaffer bringt dich in Sekunden schnell zurück zum Eingang einer Hülle. Und es kann es sehr praktisch sein, einen Pokémon dabei zu haben, dass diese Attacke kennt. Okay. Okay. Leck mich, Hademarsch. Das wollte ich nicht. Ich wollte meine zwei schnellsten Pokémon nach vorne holen. So, gibt's überhaupt schon Double Fight? Hallo? Hier kommen wir! Déjà vu. Ohne Spaß. Jetzt wirklich. Finde ich echt frech. So, radikal macht super Zaun. Richtig, richtig, hier. Ich weiß wieder, wieso mir das sofort bekannt war. Warum verfehle ich denn verfickte Scheiße? An mein Gesicht! Was will ich? Wo war ich jetzt gerade? Wieso verfehle ich denn? Radikal, das ist so viel Genauigkeit, ey. Was kannst du eigentlich, Radikal? Bist du ein bisschen behindert? Kann das sein? Wie ein Trainer? Oh mein Gott! Es kommt einfach von alleine. Es tut so weh. Es tut auch. Tut mir auch sehr leid. Nicht die ganze Zeit. Ich hab meinen Splitter eingefangen. Das wäre echt cool. Nein, anscheinend nicht. So. Mau. Boah, endlich! Und ich glaube, es hat jetzt voll übertönt, also überschlagen. Übersteuert! Lara und Lea, so eine Blamage! Verloren! Oh. Okay. Hallo? Hier ist Lyra! Guten Abend! Tobias, mein Vater sagt, dass du einmal ein großartiger Trainer würdest. Naja, er hält sich aber selbst auch für einen Professor mit einem Auge für so etwas. Manchmal nervt mich das schon. Gib auf dich acht. Bis bald. Oh, unsere Freundin sorgt sich um uns. Oh. Ist das süß. Boah, ich weiß jetzt schon, dass sie das nicht gefallen würde, wenn ich das wirklich sagen würde. Wenn das wirklich geklappt hat. So wie ich das gesagt habe, meine ich es auch. Okay, Double Fight. Come on. Oh, du bist aber niedlich. Darf Tantchen mit dir spielen? Nein. Mal sehen, was ein junger Hüpfer wie du so drauf hat. Oh, Bitchfight. Pixie und Knut. Ja, das wohl nervigste Duo ever. Wer? Biss. Flinklaue Bitch. Wobei mein Nidorino jetzt besser in diesem Falle wäre, aber... Nobody cares. Ja, leck mich doch am Arsch! Muss ich das verstehen? Nidorino schläft noch. Nur weil ich keine Tränke habe, ne? Ey, ohne Spaß, ne? Die dürfen sich da nicht irgendwie was drauf einbürgen, ne? Ich bin radikal! Ne, ich brauche auf jeden Fall einen Safe-Switch in. Deswegen lasse ich radikal, wenn es drauf ankommt, sterben. Alter, gebe ich dich auf die Eier! Okay. Was hat Knuddeluff denn bitte vor, dass es nicht angreift?
Wenn Sommerfund kommt, ne? Dann beschwere ich mich langsam.